Ein Mann hat einen Traum, den er unermüdlich verfolgt. Was er anpackt, scheint ihm spielerisch zu gelingen. Von sich selbst sagt er, wo ich hinkomme, wächst etwas. Schuhkönig Heinz Horst Deichmann. Mein Vater ist wirklich Unternehmer, er unternimmt etwas. Er ist nie jemand, der ruhig zu Hause sitzen kann, sondern er möchte immer etwas bewegen. Und er hat einiges bewegt. Heute ist er der größte Schuhhändler Europas. Kaum einer bietet Schuhe so kostengünstig an. Der kleine Preis hat ihn groß gemacht, den Mann aus Essen. Er ist einer der reichsten Männer Deutschlands und bekennender Christ. Gott wird mich fragen, nicht wie viele Schuhe ich verkauft habe, sondern ob ich mich der Armen und Kranken der Welt angenommen habe, die sonst ohne Hilfe sind. Und würde mir das nützen, wenn ich das Geld auf irgendeinem Konto niedergelegt hätte? So erfreuen sich viele Menschen daran. Jährlich spendet er 10 Millionen Euro für die Ärmsten der Armen. In Indien baut er Dörfer für Leprakranke, richtet Krankenhäuser und Schulen ein. Aber dort lässt er auch seine Schuhe produzieren. Schuhimperium und Nächstenliebe, passt das wirklich zusammen? Sie können kein 3 Milliarden Euro Unternehmen mit Nächstenliebe aufbauen. Deichmann bewegt sich auf so einer Gratwanderung. Auf der einen Seite ganz billige Endverbraucherpreise, dann diese christliche Einstellung, aber Produktion in den absoluten Billiglohnländern. Essen 2008. Weltstars zu Gast bei Deichmann. Die Sugar Babes aus England. Die Sängerinnen sind die Werbeträger der neuen Schuhkollektion. Die Idee hatte Heinrich Deichmann, der Sohn. Seit 9 Jahren führt er das Geschäft. Er setzt auf freche und attraktive Werbung. Es ist für den Vater gewöhnungsbedürftig. Ja, diese Popgruppen, das ist sicher nicht meine Sache, aber wie gesagt, es entspricht wohl heute dem jungen Publikum, das bei uns Schuhe kaufen soll. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal so ähnliche Damen da gehabt. Die waren, glaube ich, noch schwieriger. Die waren noch etwas schwächer bekleidet. Aber jetzt hat man mir gesagt, die hätten jetzt alle mehr an. War ja wohl auch so. Deichmann. Aus keiner Innenstadt mehr wegzudenken. Über 1000 Filialen gibt es allein in Deutschland. Weltweit gehören zur Deichmann-Gruppe rund 2300 Geschäfte. Der Essener Konzern ist der Gigant unter den Schuhhändlern. In Deutschland kommt keiner an ihm vorbei. Weder Konkurrenz noch Kunde. Im vergangenen Jahr hat Deichmann in Deutschland etwa 70 Millionen Paar Schuhe verkauft. Das ist eine gewaltige Summe. Wenn man sieht, es gibt etwa 83 Millionen Menschen in Deutschland, da hat fast jeder einen Deichmann-Schuh gekauft. Das gelingt Deichmann mit dem ältesten Erfolgskonzept. Wir sind immer unserer Strategie treu geblieben, möglichst breiten Schichten der Bevölkerung qualitativ anständige Schuhe, modisch interessante Schuhe zu einem sehr günstigen, zum bestmöglichen Preis anzubieten. Auf diese Art und Weise sind wir gewachsen, sind wir groß geworden. Zunächst mal im Ruhrgebiet, dann aber in ganz Deutschland und dann in Europa. Er ist Vater des Erfolges, Heinz Horst Deichmann. Der Senior ist ein Unternehmer mit ganz besonderer Einstellung. Er ist, das merkt man, wenn man sich mit ihm einlässt, er ist eben durch und durch ein Christ, wie man heute manchmal denkt, das kann es heute gar nicht mehr geben. Die Bibel will ihm Leitfaden sein. Er möchte die Heilige Schrift auch im Alltag umsetzen. Das ist, gerade in der freien Wirtschaft, eine große Herausforderung.
insgesamt ist man völlig beeindruckt, wenn man das mitbekommt. Nur will ich jetzt ihn auch nicht zum Heiligen stilisieren. Er ist ein Mensch mit seinen Macken, Fehlern. Die Kalender habe ich für ein Jahr abbestellt. Mein Vater ist jemand, der sehr großes Temperament hat. Und deswegen ist er mitunter auch sehr ungeduldig und wird auch schon mal sehr impulsiv. Also der Vater, Senior, mein Freund Deichmann, ist ein Choleriker. Man beherrscht sich eben nicht immer. Ich habe mal einen Fabrikanten in unserem Schuhmusterzimmer, der uns gewisse Schuhe nicht geben wollte oder der uns vorschreiben wollte, zu welchem Verkaufspreis wir die Schuhe verkaufen sollten. Die Schuhe, die auf dem Tisch standen, nachgeworfen und ihn zur Flucht aus dem Zimmer getrieben. Der Mann ist nie wiedergekommen. Ein Wohltäter mit Ellbogen. Deichmann ist ein ambivalenter Mann mit Brüchen in seinem Leben. Missionsarzt wollte er ursprünglich werden, um sein Leben den Armen zu widmen. Doch dann fand er ausgerechnet in der eitlen Welt der Schuhmode seine Berufung. Und noch heute pendelt er zwischen zwei Welten, dem Christen und dem Unternehmertum. Auch das Unternehmen muss den Menschen dienen. Das Unternehmen hat keinen Wert in sich selbst, sondern der Wert des Unternehmens wird gemessen, wie es sich den Menschen gegenüber verhält. Das ist etwas, das von dem Vater vorgelebt wurde. Und ich konnte gar nicht anders dann, als ähnlich das Leben zu gestalten wie er. Der Vater, Heinrich Deichmann, eröffnet 1913 sein erstes Schuhgeschäft. In Essen-Borbeck, mitten im Ruhrgebiet. Zuerst repariert er vor allem Schuhe. Doch der gelernte Schuster hat nicht vor, bei seinem Leisten zu bleiben. Schon früh nimmt er die ersten in einer Fabrik hergestellten Schuhe in sein Sortiment auf. Arbeitsschuhe für die Bergleute. Deichmann hat von Anfang an gesagt, ich muss Schuhe liefern für die, die hier in Borbeck um mich herum wohnen. Für die Bergleute, für die Metallarbeiter, für die muss ich Schuhe liefern und die müssen so billig sein, dass sie sie kaufen können. Doch Deichmann bietet seinen Kunden nicht nur kostengünstige Schuhe an. Wenn er mit Kunden sprach, dann hat er gefragt, auch du brauchst Jesus Christus, hat die angesprochen und ist dann auch mit einigen in längeres Gespräch gekommen, bis die auch zum Glauben kamen. 1933. Die Nazis kommen an die Macht. Und bald schon beginnt eine systematische Hetze gegen die jüdische Bevölkerung. In dieser Zeit ziehen die Deichmanns an den Markt in Essen-Borbeck und mieten dort ein Geschäftshaus. Besitzer des Gebäudes ist die jüdische Familie Heumann. Man muss wissen, dass Deichmanns in einer Nachbarschaft wohnten, in der sehr viele jüdische Geschäftsleute wohnten. Also sie kannten Juden wirklich aus täglichem Kontakt und hatten natürlich auch mitbekommen, was mit den Juden passierte, auch sehr früh schon. In dieser schweren Zeit wendet sich Heinrich Deichmann nicht von seinen Werten ab. Mein Vater war als Judenfreund bekannt und als 1938 die Schaufensterscheiben zusammengeschmissen wurden, ein Stein flog in unsere Schaufenster. Und in der Zeit war mein Vater unterwegs. Er kam dann wieder und erzählte uns, dass er die Juden in ihren Verstecken unter dem Dach besucht habe und versucht, ihnen Trost zuzusprechen. Eine Jüdin, Jenny Heumann, will dem Naziterror entfliehen. Sie verkauft Deichmann ihr Haus am Borbecker Markt. Deichmann zahlt, doch die Nazis behalten das Geld ein. Jenny Heumann verlässt mittellos die Heimat. Mein Vater hat unter diesen ganzen Verhältnissen sehr gelitten, sodass er 1940 einem Hochdruckleiden schon erlegen ist. Heinrich Deichmann. Er wurde nur 52 Jahre alt. Die Familie ist jetzt auf sich gestellt.
Doch es kommt noch schlimmer. In Europa tobt der Zweite Weltkrieg. Im Mai 1942 fliegen britische Bomber erste Luftangriffe auf das Ruhrgebiet. Als Flakhelfer muss auch Heinz Horst beim Abschuss der feindlichen Maschinen mithelfen. Wir wollten tatsächlich, heilig Vaterland in Gefahren, ne? Deine Söhne sich um dich scharen. Wir wollten das Vaterland verteidigen, tatsächlich. Und wir wollten sogar noch ein bisschen angeben dabei und wollten sehr erwachsen sein. Aber andererseits wussten wir, dass das Verbrechen im Gange war. Und wir wussten, dass man den Krieg verlieren muss, wenn es sowas wie Gerechtigkeit gibt. Im März 1945 wird Heinz Horst, der einzige Sohn, an die Ostfront abkommandiert. Der erste Wendepunkt in seinem Leben. Dieser Lärm, dieser Schlachtlärm in dem Wald, da schreien ein paar Leute. Man duckt seinen Kopf ein, man schaut ab und zu, kommen jetzt die Russen schon angelaufen. Und bei dem Gefecht, dieses also passiert, dass ich im Begriff eine Panzerfaust auf ein vor mir liegendes MG-Nest abzuschießen, plötzlich einen Schlag auf der rechten Schulter verspürte und ich wurde dann verwundet. Ein Granatsplitter riss mir die Schulter auf und wie ich da auf dem Boden lag, wie das passierte, habe ich gedacht, wenn du hier rauskommst, Gott, wenn du mir das Leben noch einmal schenkst, möchte ich dieses Leben doch auf eine besondere Art und Weise doch dir weihen. Und da kam mir der Gedanke, eventuell als Missionsarzt tätig zu werden. Deichmann überlebt den Krieg und kehrt nach Essen zurück. Doch da bleibt er nicht. In Bonn und Düsseldorf studiert er Medizin und promoviert. Deichmann ist jetzt Arzt und arbeitet als Orthopäde. Das elterliche Schuhgeschäft spielt für ihn keine Rolle. Freilich sehr zum Missfallen seiner Mutter. Ich vermute, dass diese Einstellung der Mutter, sie braucht diesen Sohn, sie braucht seine Hilfe und sie braucht ihn als Nachfolger des Vaters, eine große Rolle spielte. Doch dann der zweite Wendepunkt im Leben von Heinz Horst Deichmann. Es geht um das Elternhaus am Borbecker Markt, das der Vater 1938 gekauft hatte. 11 Jahre später meldet sich die jüdische Familie Heumann und erzählt von ihrem Schicksal nach der Vertreibung. Es genügte zu hören, das Geld haben die Heumanns oder die Erben nie bekommen. Das haben die Nazis einfach nicht rausgerückt. Mein Vater hat es mit Mühe und Not zusammengetragen. Es war eben nicht leicht, das zu bezahlen. Also wie ich das hörte, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, der Forderung sofort nachzugehen. Deichmann kauft das Haus zum zweiten Mal für 40.000 D-Mark. Das ist nach dem Krieg sehr viel Geld. Da er keinen Kredit aufnehmen will, kommt der junge Arzt auf eine Idee. Er will das Geld mit Schuhhandel aufbringen und bestellt bei Fabrikanten Schuhe in großen Stückzahlen. Sicherheiten kann er nicht bieten, nur seinen Idealismus. Die Sache hatte natürlich das Risiko, dass, wenn er nicht so erfolgreich gewesen wäre, er entweder schrecklich viele Schuhe übrig gehabt hätte oder seine Gläubiger ihr Geld nicht bekommen hätten. Aber es hat funktioniert. Aus einer guten Tat wird ein noch besseres Geschäft. Deichmann ist jetzt Arzt und Schuhhändler. Und der Schuhhandel hat es ihm richtig angetan. Er eifert seinem Vater nach und will preisgünstige Schuhe anbieten. Er denkt an nichts anderes mehr. Sogar als er zum ersten Mal die 20-jährige Ruth trifft. Die Schuhe, die sie anhatte, waren Markenschuhe einer damals bekannten Marke. Und ich habe sie gefragt, was haben sie dafür bezahlt? 35 D-Mark nach der Währungsreform. Da sage ich, diese Schuhe kosten aber doch nur 29 bei uns im Laden. Hat sie also noch, um diese Schuhe zu kriegen, noch einen Aufpreis bezahlt. Da war ich empört darüber. Typisch für ihn. Zuerst denkt er ans Geschäft, dann an die Liebe. Er besucht Ruth Fischer und ihre Eltern auf dem bäuerlichen Hof im Bergischen. Denn er möchte etwas haben. Dann sagt er, tja, er müsste Schweine kaufen. Und dann ist er ins Wohnzimmer gegangen und mit meinem Vater gesprochen. Und wir saßen in der Küche. Und das war lang und es wurde immer länger gewartet und gewartet. Schweinekauf dauerte zwar sehr lang, aber bis wir dann hinterher dahinter kamen, ja, es war mehr als ein Schweinekauf.
Deichmann bekommt, was er will. Ruth. Er hält um ihre Hand an und heiratet sie. Dafür kommt die junge Frau ins Geschäft und muss für ihren Mann den Laden schmeißen. Da musste sie von morgens bis abends, obwohl sie schwanger war, im Laden stehen und Schuhe verkaufen. Sie bekommt 4 Kinder. Da ihr Mann immer noch als Arzt arbeitet, hat sie schließlich eine doppelte Belastung. Sie muss eine große Familie versorgen und gleichzeitig ein aufstrebendes Geschäft führen. Ich war als Mann rücksichtslos genug, um das alles geschehen zu lassen. Aber ich habe das ja bei meinen eigenen Eltern auch so erlebt. Meine Mutter war sowohl im Geschäft als auch für uns 4 Kinder zuständig. Erfolg? Über den Erfolg freue ich mich, nur um die Ehrung. Ich meine, da sind wir zwiespältig. Meine Frau hat mir nie Vorwürfe gemacht, dass ich sie eventuell mal schlecht behandelt hätte oder ihr zu viel zugemutet hätte. Deine Mutter hat gesagt, du arbeitest zu viel. Mir ist das auch nie in den Sinn gekommen. Ich habe das für ganz natürlich gehalten und ich meine, so haben wir uns eben gut verstanden. Moderne Feministinnen würden vielleicht sagen, was hat die arme Frau gelitten? Dem war nicht so. Dagegen hätte sie sich immer verwehrt. Sie wollte das tun, was sie getan hat, nämlich sich mit in den Dienst der Firma stellen. Einer Firma, die immer größer wird und die Deichmann nicht mehr nur nebenbei führen kann und will. 1956 gibt er seinen Lebenstraum auf, als Arzt Menschen zu helfen und widmet sich ganz dem Schuhgeschäft. Was er anfing, machte er gründlich. Und beim Schuhhandel wollte er Erfolge haben. Er wollte nicht den Schuhhandel auf sich beruhen lassen, er wollte ihn nicht so nebenbei verkümmern lassen. Wenn, dann. Er wollte, wenn er Schuhe verkauft, auch erfolgreich Schuhe verkaufen. Er nimmt mit Schuhfabrikanten Kontakt auf. Denn Deichmann stellt die Schuhe nicht selber her. Er lässt sie produzieren, um sie in seinen Filialen weiterzuverkaufen. Der junge Händler bestellt in großen Stückzahlen, denn dadurch wird der Endpreis niedriger. Und genau das ist sein Ziel. Deichmann will die billigsten Schuhe in Essen anbieten, wie einst der Vater. Also was heißt billig? Wir wollen unsere Produkte eben nicht teuer verkaufen, sondern entsprechend dem, was an Material und Arbeitskosten in Fabriken erforderlich ist. Der Preis ist niedrig. Kann da die Qualität mithalten? Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Also ich habe 2, 3 Deichmann-Schuhe, habe ich schon jahrelang. Also eine Saison halten sie in jedem Fall durch. Ich habe die vor einer Woche gekauft und die Absätze sind jetzt kaputt, nach einer Woche abgelaufen. Ja, und deswegen bin ich gerade auch eher auf Deichmann nicht so gut zu sprechen. Der Werbeträger Joey Kelly dagegen schwört auf Deichmann-Schuhe. Und das aus Überzeugung. Der Extremsportler trägt sie bei seinen Wettkämpfen. Da hat mich am Start einer gefragt, du läufst doch nicht wirklich mit den Deichmann-Schuhen, oder? Dann habe ich gesagt, was habe ich denn an? Hat er genau hingeguckt, sagte, das sind doch die Victory-Schuhen. Kann es einen härteren Test geben als einen Lauf quer durch die Wüste Gobi? Aber laufen Sie mal 250 Kilometer mit dem falschen Schuh. Glauben Sie mir, die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie nicht ankommen. Auf keinen Fall einen guten Platz. Auch Deichmann ist immer in Bewegung. Schon früh reist er nach Italien, um sich von italienischer Mode und Stil inspirieren zu lassen. Was will die Dame von Welt tragen? Doch nicht nur die Form muss stimmen, sondern auch der Preis. Deshalb reist er auch nach Hongkong. Als einer der ersten Europäer lässt Deichmann in Fernost produzieren, denn dort werden Schuhe besonders billig gefertigt. Ständig ist er auf der Suche nach neuen Ideen. Von einer dieser Reisen bringt er eine völlig neue Methode mit, Schuhe zu verkaufen. Ja, die eine Innovation war die Tatsache, dass überhaupt der Kunde, dass dem Kunden erlaubt wurde, sich selbst Schuhe auszusuchen im Laden. Das kann man sich heute schlecht vorstellen, dass man das früher nicht durfte. Deichmann stellt einfach alle Schuhkartons in das Ladenlokal. Seine Verkaufsleiter lehnen das neue System zunächst strikt ab. Doch bei den Kunden kommt es an. Der Kunde sieht also, wenn er ein Modell sieht, alle vorhandenen Größen verpackt in Kartons.
und kann sich, wenn er möchte, sehr schnell auch selber bedienen. Und der Erfolg gibt ihm recht. Deichmann spart zudem Kosten. Er benötigt weniger Verkäuferinnen als die Konkurrenz und braucht auch keine Lagerräume mehr. Und kann somit die Schuhe noch preiswerter anbieten. Ohne Mut und ohne eine gewisse Risikobereitschaft hätte das auch nicht so funktioniert. Und das imponiert mir sehr. Man musste damals Risiken eingehen. Diese Unternehmensphilosophie lernt er nicht im Geschäft, sondern in der Freizeit, beim Bergsteigen. Mit seiner Familie unternimmt er waghalsige Klettertouren. Oft sucht er sich absichtlich die schwierigsten Passagen aus, um sich selbst zu prüfen. Da war mein Vater manchmal sehr angespannt, weil er nicht der Sportlichste war. Und da musste er sich sehr auf die Ausübung seines Sports konzentrieren. Und da gab es manchmal nicht immer nur entspannte Stunden für die Familie. Inwiefern? Naja, mein Vater war emotional so in den Bergen nicht immer ganz, wie soll ich sagen, ganz ohne Furcht. Sag ich dem Bergführer Paul, der hieß Paul, lass uns umkehren. Ich will nicht, ist zu viel. Wenn so die Wände auf ihn herabblickten, dann gab es manchmal wirkliche Kurzschlussreaktionen. Dann hat er auf einmal das Gefühl bekommen, das schafft er jetzt nicht. Und dann wurde er natürlich sehr ungehalten. Bei ihm äußert sich das dann mehr explosiv nach außen. Es geht bei ihm weniger nach innen, sondern mehr nach außen. Und die Familie erzitterte dann ganz schön. Und dann merkt man, dass es darum geht, nicht das ganze Stück auf einmal zu bewältigen, sondern Seillinge für Seillinge. Das hat mir im ganzen Leben geholfen. Wenn ich damals schon die Aufgaben, die das Leben bringt, gesehen hätte, hätte man sich ja nicht gewagt. Und Deichmann will weiter wachsen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. In der Schweiz, seinem Feriendomizil, übernimmt er 1973 eine Schuhkette. Nach diesem ersten Etappensieg folgt eine schwierige Zeit. Er sucht nach weiteren Übernahmekandidaten. Schließlich findet er eine Schuhkette in den USA, Lerner Shoes. Doch der Eigentümer will nicht mit ihm verhandeln. Das war ja teilweise sogar ein bisschen heikle Geschichte. Immerhin war Deichmann ein gewesener Flakhelfer auf deutscher Seite, Maud Lerner ein Jude. Aber sie kamen miteinander ins Gespräch und sie machten zusammen eine Israelreise. Es wird eine biblische Erfahrung für den Christen Deichmann. Der Glaube führt nicht nur die Geschäftspartner zusammen, sondern Deichmann findet dort auch eine neue Aufgabe. Ich glaube, stärker kann man nicht Aussöhnung betreiben, als dass man eine Zusammenarbeit anbietet oder dass man sich zur Verfügung stellt. Er unterstützt den israelischen Autor Amos Oz in seiner Friedensarbeit. Wir trafen uns viele Male. Als Deutscher empfindet Dr. Deichmann eine tiefe und aufrichtige Verantwortung für die Zukunft des jüdischen Volkes in Israel und für das Wohlergehen der Juden und Palästinenser in diesem Land. Die Studenten der Ben-Gurion-Universität lernen ihn als großzügigen Spender kennen. Er stiftet mehrere Gebäude und Lehrstühle zusammen mit seiner Frau Ruth. Gegen den Nahostkonflikt kämpft er mit seinen Mitteln. Er stößt eine Zusammenarbeit zwischen palästinensischen Schuhfabrikanten und israelischen Schuhhändlern an. Dr. Deichmann ist ein sehr gutes Beispiel für das Bewusstsein und Feingefühl des modernen Deutschlands. And devoted in modern Germany. Doch es ist sein Erfolg als Schuhhändler, der die guten Taten erst möglich macht. Und da ist Deichmann ganz Geschäftsmann. Leistung gegen Leistung ist eines der Prinzipien bei Deichmann. Das ist nur weil die Familie sehr christlich geprägt ist, ist das Unternehmen keine soziale Hängematte.
Gefordert sind vor allem die Angestellten in den Läden. Deichmann-Verkäufer zählen zu denen mit der höchsten Produktivität in der Branche. Überstunden sind an der Tagesordnung. Diese Unternehmensphilosophie wird von den Mitarbeitern jedoch nicht in Frage gestellt. Das gehört genauso gut in die Arbeitswelt, in die Firmenwelt. Man muss knallhart sein teilweise. Es ist ja niemand unmenschlich dabei. Es ist ja für die Firma. Geht der Erfolg auf Kosten der Mitarbeiter? Sie müssen hart bei uns arbeiten, aber darin erschöpft sich eben nicht unsere Beziehung zu den Mitarbeitern, sondern wir wollen sie auch ernst nehmen in ihren Nöten und ihren Sorgen. Und das hat mein Vater eigentlich auch immer so vorgelebt. Seine Mitarbeiter schickt Deichmann zur Erholung in die Berge. Besonders beliebt ist aber der gute alte Betriebsausflug. Und das schon seit den Anfängen des Unternehmens. Dann erinnere ich mich an ein Fest auf dem Dampfer. Ich war knusprige 18 Jahre. Dr. Deichmann fragte mich, wie alt ich wäre. Und sagte, nun, wenn Sie 18 sind, dann können wir auch schon tanzen. Ich sag Ihnen, meine Knie zittern heute noch. Also, das war meine erste Begegnung mit dem Doktor. Ich habe mich nicht gescheut, bei Ihnen zu sein. Und die haben auch nicht gescheut, mit mir Kontakt zu haben. Es war ein ganz natürliches, fast familiäres Leben eben. Und die Angestellten halten sich selbst so weit zurück, wie sie es für anständig halten. Ich habe also nie erlebt, dass sich jemand an mich herangemacht hat. Meine Frau konnte da auch meistens unbesorgt sein. Unvergessen der Betriebsausflug 1971. Spektakulär der Tierstand des Firmenchefs. Na doch, da sehen Sie, da reite ich auf einem Elefanten. Das hat mir natürlich Spaß gemacht. Also, Doktor saß dann schon obendrauf. Ich war auch schon im Aufstieg, sage ich mal. Ich war schon halb oben und habe dann doch einen Zurückzieher gemacht. Ich wäre zu gerne aufgestiegen, aber ich konnte nicht. Ich hatte einen zu kurzen Rock an. So ist dann der Doktor alleine reingeritten in die Manege. Und ich sag, das ganze Zelt hat getobt. Doch der Erfolg lässt Deichmann nicht die Bodenhaftung verlieren. Im Gegenteil, er kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder aus Essen und richtet ihnen ein Kinderheim ein, direkt neben seinem Haus. Das macht doch kein irgendwie einer, der Aufsichtsrat bei Coop ist. Der setzt sich doch nicht da ein Haus neben seiner Wohnung, wo da Kinder drin sind, die pflegebedürftig sind, ja? Oder notwendig, die aus schlechten Familien kommen. Aber so ist eben Deichmann. Deichmann lässt die Kinder aufwachsen wie seine eigenen. Das muss auch der junge Heinrich lernen. Für mich waren das Spielkameraden wie eben andere auch. Und da gab es keine großen Trennungen oder Abgrenzungen, im Gegenteil. Bei Deichmann aufzuwachsen, Deichmann Familienmitglied zu sein, bedeutete wirklich zu spüren, wer mehr hat, muss auch mehr geben. 1977 ist Deichmann auf einer Bildungsreise in Indien. In einem Dorf hat er ein Erweckungserlebnis. Dann wurde mir auf einmal gewahr, was das für Menschen sind, die da sitzen, mit ohne keine Gliedmaßen, zum Teil ohne Hände, ohne Füße, blind, aufgerissene Nasen, dass man runtergucken konnte auf den Gaumen nach innen rein. Auf einmal sieht man also ein Bild des Grauens. Eine Kolonie mit Leprakranken. Deichmann hat zunächst Berührungsängste, doch dann überwindet er sich. Es
So wie ich die Kranken anrühre, so hat Jesus die Kranken angerührt und hat geheilt. Und das war für mich wirklich ein ganz zündendes Erlebnis. Das ist mir durch und durch gegangen. Er baut ein Dorf, in dem die Leprakranken nicht nur wohnen, sondern sich auch selbst versorgen können. Und darum geht es. Er will keine bloßen Almosen vergeben, sondern Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Und das Dorf ist erst der Anfang. Das Ehepaar Deichmann gründet ein eigenes Hilfswerk mit dem Namen Wort und Tat, um weitere Projekte zu fördern. Ich glaube, dass dort seine Arbeit am intensivsten deutlich wird, weil er dort ja wirklich als Christ, als Unternehmer, als Christ und als Arzt unterwegs ist. Und in den Krankenhäusern, die er dort mit unterhält, neben vielen anderen Schulen und Krankenhäusern und vielen anderen, eben auch selbst noch operiert. Und der erinnert sich an sein Versprechen, das er im März 1945 an der Front Gott gegeben hatte. Und wenn ich überlege, dass über viele Umwege ich im Grunde genommen dann doch hinterher in Indien missionsärztliche Tätigkeit in einem indirekten Stil, aber doch in einem sehr großen Umfang betrieben habe, dann ist also in irgendeiner Weise die damalige Voraussicht oder Erscheinung, die ich hatte, doch in Erfüllung gegangen. Indien, ein Land zwischen Aufbruch und Elend. Hier müssen auch schon die Kleinsten schwere Arbeit verrichten, damit die Familie nicht verhungert. In diesem Steinbruch arbeiten 2000 Kinder. Dabei ist Kinderarbeit in Indien offiziell verboten. Aber die Familien können sich die Gesetze nicht leisten. Um die Kinder auszulösen, gibt Deichmann den Eltern Geld und gründet eine Schule. Also das soziale Engagement nehme ich den Deichmännern durchaus ab. Das ist nichts, denke ich, was ein Berater, den aufgeschrieben hat, kümmert euch mal ein bisschen um arme Kinder in Indien. Die Deichmanns hoffen, dass die Kinder durch die Schulausbildung der Armut entfliehen und auf eigenen Beinen stehen können. Aber wenn die Deichmänner von Nächstenliebe sprechen, haben sie vorher bereits wieder 1 Million Paar Schuhe verkauft. Weil erst muss einfach das Geld reinkommen. In Indien lässt Deichmann auch Schuhe produzieren, allerdings in nur geringen Stückzahlen. 3% aller Schuhe, die Deichmann verkauft, kommen heute aus dem Land. Dennoch ein Geschäft für beide Seiten. Deichmann bekommt preisgünstige Schuhe und in Indien werden Arbeitsplätze geschaffen. Doch die Löhne sind gering aus westlicher Sicht. Das hängt natürlich auch mit den Arbeitslöhnen vor Ort zusammen. Und man mag das bedauern, aber auf der anderen Seite, dadurch sind Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern an Arbeit und Brot gekommen. Wenn aber dort ein Entwicklungsprozess in Gang ist, der den Menschen insgesamt zugutekommt, wenn auch aus der Sicht vieler Menschen viel zu langsam und man sich manchmal vorstellen kann, das könnte alles viel mutiger nach vorne gehen, dann ist dies doch im Rahmen des Wettbewerbs, in dem sich sein Unternehmen halten muss, vermutlich angemessen. Für die Inder sind ausländische Investitionen die große Chance. Die gesamte Wirtschaft boomt mit 6-8% Wachstum im Jahr. Doch der Aufschwung birgt auch Gefahren. Viele Zulieferbetriebe vernachlässigen Vorschriften, auch in der Schuhbranche. 2001 kommt es zu einem Vorfall. Der SWR berichtet über Zulieferbetriebe in Indien. Ein Journalist verschafft sich Zutritt zu einer Gerberei. Und dann habe ich gesagt, ich bin ein Schuhverkäufer hier in Deutschland. Und haben wir Visitenkarten drucken lassen und so habe ich mich da vorgestellt. Er wird in die Firma gelassen und macht diese Aufnahmen. Menschen, die in dieser ganzen großen Truhen da drin in dieser Saft stehen und mit bloßen Händen dieser Leder waschen.
Eigentlich müssen die Arbeiter Schutzkleidung tragen, denn die Gerbbrühe gefährdet die Gesundheit. Das war ein Bild, was natürlich jeden, der es sah, erstmal schockiert hat. Hintergrund war, dass die Mitarbeiter natürlich alle Schutzkleidung hatten, die aber sie nicht angezogen haben, obwohl es Vorschrift gewesen wäre. Die Kehrseite der Globalisierung muss besonders den treffen, der sich seit Jahren in Indien sozial engagiert. Das war der Vorabend meiner Operation. Und dann sah ich das im Fernsehen. Völlig überraschend. Und das hat mich schon schwer mitgenommen. Wie viel Verantwortung trägt Deichmann in diesem Fall? Also wenn ich das recht erinnere, gehörte diese Gerberei zu einem Fabrikanten. Und dieser Fabrikant hat für uns Schuhe hergestellt. Da gab es also eine gewisse Verbindung. Aber ich will mich hier da gar nicht rausreden. In der Gerberei hat man sich nicht an gewisse Regeln gehalten. Und das war sicher auch nicht in Ordnung. Und das ist auch dann sofort abgestellt worden. Heinrich Deichmann kämpft um das saubere Image. Um faire Arbeitsbedingungen zu garantieren, erlässt er Verhaltensregeln für seine Lieferanten. Den Code of Conduct. Dieser wendet sich gegen schlechte und unwürdige Arbeitsbedingungen. Deichmann verpflichtet sich selber. Doch bedeutet das, dass sich auch alle Zulieferer daran halten? Es ist natürlich eine gigantische Herausforderung, diese Maßstäbe, die in diesem Kodex niedergelegt sind, umzusetzen und vor allen Dingen ihre Umsetzung zu kontrollieren. Eine Herausforderung und Verantwortung, die alle Unternehmen trifft, die Mitspieler in einer globalisierten Welt sind. Auch Kunden müssen sich fragen, ob sie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen bereit wären, mehr zu bezahlen. Bei jedem Produkt aus einem Billiglohnland bleibt ein Rest Ungewissheit, ob es womöglich unter bedenklichen Arbeitsbedingungen entstanden ist. Deichmanns Standpunkt hierzu ist klar. Wenn Verstöße festgestellt werden, dann wird der Lieferant angesprochen und wird ermahnt, diese Verstöße abzustellen. Wenn dann bei einer nochmaligen Kontrolle solche Verstöße wieder festgestellt werden, wird die Zusammenarbeit beendet. Doch das ist nicht alles. Beim TÜV Rheinland werden auch die Endprodukte, die Schuhe, einer Untersuchung unterzogen. Im Labor werden sie in ihre Einzelteile zerlegt und auf ihre chemischen Bestandteile geprüft. So kontrolliert Deichmann die Lieferanten doppelt. Deichmann hat in den Lieferbedingungen für die Hersteller, für die Lieferanten, ganz klare Anforderungen aufgeschrieben, letztendlich aus einer schlechten Erfahrung heraus. Und das hat Deichmann motiviert, ein Qualitätssystem aufzubauen, um solche Vorfälle für die Zukunft auszuschließen. Nur Schuhe, die keine Giftstoffe enthalten und daher für den Kunden unbedenklich sind, bekommen schließlich das TÜV-Siegel. Tragen Deichmanns eigentlich ihre Schuhe selbst? Ich trage selbstverständlich Schuhe aus der Deichmann-Gruppe. Und der Vater? Gelegentlich kauft er sich auch auf seinen Reisen ein paar andere, ja. Haben wir auch schon gesehen, haben ihn dann auch drauf angesprochen, aber es waren dann halt eben besondere Sachen. Ne? Etwas Besonderes erwartet auch die Deichmann-Mitarbeiter. Für das Treffen in der Essener Grugerhalle im Januar 2008 haben die Deichmanns ein Gratiskonzert organisiert. Die Sugar Babes. Trotz aller Freude, die Heinz Horst Deichmann und sein Sohn an diesem Abend zeigen, innerlich sind sie bedrückt.
Einen Monat zuvor ist Ruth Deichmann gestorben. Die Trauer kommt in der Tat später. Also man merkt, dass die Verarbeitung jetzt kommt. Wenn ich jetzt in mein Elternhaus gehe und sehe dann die Plätze, auf denen meine Mutter immer war, leer, dann geht mir das natürlich jetzt jedes Mal nach. Schwierig wird es dann eben in der Nacht, in den Morgenstunden, wenn dann die Frau, wenn einem dann auf einmal bewusst wird, die Frau ist einfach nicht mehr da. Das Einzige, was einem dann hilft, das ist dann biblischer Trost. Und die Firma, nach der er schon immer sein Leben ausgerichtet hat. Bei Ihnen fühle ich mich zu Hause. Seit Kindheit an bin ich im Laden groß geworden mit Verkäuferinnen, mit Verkaufsstellenleitern, mit Einkäufern, mit Fabrikanten zusammen. Das ist meine Welt. Und das ist mir geblieben. Und ich bete für uns alle, dass Gottes Segen mit uns ist. Herzlichen Dank. Deichmann, seit über 90 Jahren Lebenswerk dreier Generationen. Ich wünsche ihm vor allen Dingen, dass sein Familienunternehmen wirklich bleibt. Ich wünsche ihm jeden nur möglichen Erfolg und weiterhin vor allen Dingen die Führungspersönlichkeit seines Sohnes und derer, die dann kommen mögen, die nicht vergessen dürfen, woraus das Unternehmen entstanden ist und mit welchem Anspruch, auf welchem christlichen Anspruch es geführt worden ist. Und das will der Sohn. Deichmann soll auch in Zukunft ein besonderes Unternehmen bleiben. One last question. Everybody's interested in what? Everyone or you? Während er noch mit den Sängerinnen shakert, probieren die ersten Kundinnen die Schuhe der Stars. Die Sugar Babes kennen sie alle. Aber haben Sie eigentlich schon mal von Herrn Deichmann gehört? Von Herrn Deichmann? Nein, habe ich noch nie was gehört. Nee, mir jetzt neu. Hatte ich bisher noch nicht von gehört, ne? Also ich auch nicht. Keine Ahnung, kann sein, dass ich mir was drüber gelesen habe, aber war mir jetzt nicht so bewusst. Nein. Nein. Habe ich jetzt nicht gewusst, vor allem, dass es ein Mann ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe auch eher gedacht, dass es eine Frau ist. Also Schuhe, Frau und so. Ja, es passt. You know.